Wir sind Michaela und Ralf. Zusammen haben wir unseren Traum verwirklicht und leben mit unserem Hund Mila in unserem Wohnmobil namens Ivo. Mit Anfang 50 haben wir unser Leben komplett umgekrempelt, den Job gekündigt, um durch Europa zu reisen. Auf unserem Kanal Ivo Füchse teilen wir mit euch sehr authentisch unsere Erlebnisse. Wir freuen uns, wenn ihr uns hier auf YouTube, auf Instagram und auf TikTok begleitet. Jeden Donnerstag 16 Uhr gibt es auf YouTube ein neues Video. Abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen. Hallo. Willkommen im neuen Video von uns. Heute mal ein anderes Bild. Wir haben den Ivo umgeparkt auf dem Grundstück von unserem Nachbarn. Hier bleiben wir jetzt erstmal stehen, bis der Umzug vollbracht ist. Ja, so ist es. Wie das Video genau wird, wissen wir noch nicht. Wir haben jetzt einiges vor uns. Wir müssen die Möbel rausschleppen. Wir ziehen um mit dem ganzen Möbel, mit dem ganzen Hausrat. Und wir ziehen ganz langsam in Ivo ein. Und was wir da zeigen können, wissen wir noch nicht. Ihr seid auf jeden Fall bei allem, was wir machen, mit dabei. Ja, und dann halten wir euch auf dem Laufenden. Genau. Ihr dürft uns begleiten, wie wir uns fühlen und was so passiert. Und ja, wir sind selber gespannt. Ist für uns auch eine neue Situation. Und schauen wir mal. So Leute, jetzt kommt's raus. Was wir euch erzählt haben, stimmt alles gar nicht. Wir haben unseren Ivo verkauft und haben uns dafür einen Kastenwagen gekauft, den wir gerne ausbauen wollen. Wir wollen ein richtiges Vanlife machen. Und ich finde, wir haben ein super Schnäppchen gemacht. Ich zeige euch den mal. Kommt mal mit. Also ein Ford Transit, 3,5 Tonnen mit Anhängerkupplung. Gut, sind ein paar kleine Kratzer dran. Aber das kann man bestimmt noch wegpolieren. Der große Vorteil ist, man kann vom Innenraum nach draußen gucken, und zwar durch den Radkasten, der ist komplett durchgerostet. Eine Dose Lack und alles ist wieder gut. So. Was für eine Schrottkarre. Die Tankklappe fehlt, da müsst ihr auch noch Ersatz besorgen. Der Sitz ist auch noch sehr gut erhalten. Also... Ja, zwei Scheinwerfer. Gut, die Schraube, das hätte man auch besser lösen können. Aber es war halt ein Schnäppchen, ne? Wie können die sowas einen anbieten? Sei mir ehrlich. Naja, der einzige Vorteil ist, wir brauchen nicht vorsichtig zu sein, dass da irgendwo ein Kratzer drankommt oder so. Also bevor da einer merkt, dass da ein Kratzer mehr drauf ist, egal. Ja, aber ist das Ding denn sicher, ja? Wie sind die Reifen und alles? Ich hoffe, der hält 300 Kilometer durch. Mehr muss er ja nicht. Naja. Hat aber noch TÜV bis zum Ende des Jahres. Ja, ohne TÜV wäre ja wohl gar nicht schlimm. Ja, ist ja noch so. Platz, ne? So. So, dann fangen wir mal an, ne? Ist der erste Tag um und es war mega anstrengend. Ja, also wir mussten alles aus Emilys Zimmer holen, was im ersten Stock ist, dann ins Auto rein, 70 Kilometer fahren und dann wieder in die erste Etage hoch, alles ausladen, dann nochmal ein Bett abgeholt und alles aufgebaut, Lampen aufgehangen, und Ralf und ich haben das alles alleine gemacht und wir sind echt fertig. Ich bin schon vorgefahren, weil ich bin mit dem Auto auch noch hinterher gefahren, weil das auch noch voll war. Ralf kommt jetzt gleich nach Hause und bei uns ist
total ungemütlich. Wir haben schon gesagt, mal sehen, vielleicht schlafen wir heute sogar schon im Ivo. Ja, morgen müssen wir dann nochmal, oder vielmehr Ralf fährt morgen mit Annas Freund in die Wohnung und die bringen dann die schweren Sachen dahin. Eigentlich geplant, dass da oben unsere Heißluftfritteuse hinkommt und es passt nicht. Jetzt muss Ralf da schon wieder was rum ändern. Gar nicht so einfach, alles unterzukriegen. So, nachdem wir jetzt den ganzen Tag Möbel geschleppt haben, hin und her gefahren sind wie die Weltmeister, haben wir uns jetzt gemütlich in unseren Ivo zurückgezogen. Da werden wir auch heute Nacht drin schlafen. Ja, und jetzt haben wir uns erstmal eine Serie runtergeladen und die gucken wir jetzt und dann entspannen wir erstmal ein bisschen. Und morgen geht es dann schon wieder weiter. Gute Nacht. Ah. Wieso kommt da nichts? Das Leben auf der Erde vernichtet. Sie schicken euch auf die Erde 100 Jugendliche. Guten Morgen, wir sind schon wieder fleißig. Schaut mal, wie es hier aussieht. Ich habe jetzt aber fast alles aus dem Haus raus, was hier rein muss. Ich würde sagen, fast, ja. Ich muss jetzt gleich noch verräumen. Mal schauen, wie das so hinhaut. Und die Männer haben den Transporter so gut eingeräumt, dass wir tatsächlich mit einmal fahren höchstwahrscheinlich hinkommen. Jetzt gerade hapert es noch ein bisschen an dem Fahrrad. Ich zeige euch mal, wie fleißig die sind. Was sagst du, Toni, klappt das? Na? Wie soll denn das Fahrrad da jetzt noch reinpassen? Na, guck mal, das wissen wir auch noch nicht. Hier wird Tetris gespielt. So, passt, oder? Jawohl. Fertig. Habt ihr super gemacht. Toll. Jetzt haben wir schon nachmittags. Ich bin hier immer noch am Einräumen und Umpacken und mich am Organisieren, dass hier alles irgendwie seinen Platz findet. Und mir ist halt schon aufgefallen, dass man schon oft wirklich die Dinge mehrmals in der Hand nehmen muss, rausräumen muss, weil die Schränke sind natürlich voll. Und wenn ich jetzt irgendwo dran muss, zum Beispiel hier an so eine Kiste, wo so Kleber und sowas drin ist, dann muss ich erst wieder andere Sachen rauspacken. Das nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Also unterschätzt man, glaube ich. Aber wie will man es auch sonst machen? Ne? Ist halt, der Platz ist begrenzt. Man muss wirklich gucken. Ja. Ich packe jetzt zum Beispiel schon hier aus solchen Behältern das Mehl raus, weil das einfach zu hoch ist. Das bleibt in den Schubladen hängen. Habe jetzt ein etwas tieferes genommen und das beschrifte ich jetzt, damit ich die Sachen auch erkenne und wiederfinde im Schrank. Ja, Ralf ist immer noch unterwegs, aber so langsam kriege ich hier eine Ordnung und ich denke, ich kriege auch alles unter. Ja. Interessiert euch das, wie wir nachher die Schränke eingeräumt haben, dann schreibt mal in den Kommentaren, dann kann man ja mal vielleicht in einem Video nochmal eine neue Roomtour machen, wenn das Interesse da ist. Ich habe jetzt einfach die Schilder ausgeschnitten von der Mehlverpackung, jetzt sage ich mal, und oben am Deckel geklebt und dann
kann ich von oben immer gleich gucken, was drin ist. Ich stehe hier in unserem Kleiderschrank. Das ist jetzt hier wirklich die letzte Amtshandlung, die ich hier heute noch zu tun habe. Und dann haben wir alles fertig. Ich zeige euch mal, wie voll unser Schrank ist. Und falls ihr euch wundert, da oben steht jetzt eine Heißluftfritteuse und nicht mehr unsere Küchenmaschine, die wir mal angepriesen hatten, dass wir die jetzt im Wohnmobil haben. Die haben wir wieder aussortiert. Die war zu sperrig, zu groß, zu kompliziert mit dem Spülen, zu viel Teile. Das war uns alles zu viel. Wenn die hier irgendwo stand, dann konnte man nicht mehr am Tisch essen. Hat man die dann an eine Spüle gesetzt, konnte man nicht mehr spülen. Nee, das war nichts für uns. Die haben wir also wieder rausgeschmissen. Und jetzt zeige ich euch mal den Kleiderschrank. Erstmal kommt der Ralf. Erledigt. Hast du alles geschafft? Ich weiß es nicht. Ich gehe mich jetzt erstmal duschen, obwohl ich eigentlich schon komplett nass bin, aber... Ja, aber wir haben den Umzug fertig. Wir haben alles im Wohnmobil. Schlimmste ist auf jeden Fall erledigt. Ja. Wir wohnen jetzt im Wohnmobil. Jetzt möchte ich schnellstmöglich auch einen Strich hier unter diese oder unter unser Haus machen. Also sprich, die ganzen Sachen, die noch drin sind, die verkauft werden können, schnellstmöglich verkaufen. Ja, dann alles, was auf dem Sperrmüll soll, noch in die Garage stellen. Wir haben ja schon Nachmieter gefunden. Ja, und vielleicht können wir sogar schon ein bisschen früher aus dem Haus raus. Ja, dann könnten wir nämlich noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Ne? Wenn wir nämlich sowieso schon im Iwo wohnen, dann können wir auch durch die Gegend fahren. Dann macht es nicht viel Sinn, wenn ich nicht noch hier arbeiten muss, aber hier irgendwo rumstehen. Also ja, aber den August muss ich ja noch arbeiten. Den August muss ich noch arbeiten und so lange haben wir noch Zeit, da alles über die Bühne zu kriegen und dann ab, weg. Ab die Post. Ab durch die Mitte, sagt man hier. Ja, ich habe den Schrank jetzt fertig. Ich habe doch tatsächlich alles reingekriegt, wollte das gerade mal zeigen. Ich habe schon gesagt, dass wir jetzt keine Küchenmaschine mehr haben, sondern unsere Heißluftfritteuse. Ich musste tatsächlich, damit die Heißluftfritteuse da oben reinpasst, Platz von meinem Kleiderschrank opfern. Und jetzt seht ihr mal. Viel ist da nicht mehr über. Aber, ja, ob ich hier nochmal was wiederfinde, ist was anderes, aber es ist auf jeden Fall alles da. Ja, sonst musst du es selber einräumen. Wird sich im Laufe der Zeit vielleicht alles noch einspielen. Ich denke mal, die Hälfte von all dem ganzen Kram, den wir haben, fliegt vielleicht sowieso noch irgendwann mal raus. Glaube ich auch. Weil wir feststellen, da war Blödsinn, brauchen wir nicht. Aber gut, jetzt, wir wissen das ja noch nicht und deshalb nehmen wir erstmal mit, was wir denken, was wir brauchen. Der Hund hat auf jeden Fall Angst, weil draußen war nämlich in der Ferne ein Gewitter zu hören und da war sofort wieder vorbei. Oh, die Arme. Ein bisschen stört mich noch, dass ich Arbeitssachen habe. Ja, mich auch. So. Wohin damit, ne? Wenn die demnächst auch noch weg sind. Stell die doch einfach, solange du jetzt nicht arbeitest, am Wochenende im Pfarrerhaus. Das kann ich auch machen. Aber morgen brauche ich ja schon wieder. Jetzt sind sie aber erstmal aus dem Blick. Gehst du jetzt ins Haus? Ich gehe jetzt duschen. Kannst du die Kisten hier mitnehmen, alle? Was soll damit passieren? Müll oder was? Leg die jetzt erstmal im Büro. Zu den anderen Kisten. Zu den anderen Kisten. Die weißen auch bitte. Vielleicht nimmt Emily die noch. Sie wusste es noch nicht. Und sonst können die weg. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Viel Spaß beim Duschen. Ich gehe auch erstmal gleich duschen. Mili, jetzt kriegst du Futter, ne?
Guten Morgen. Boah. War deine Nacht nicht so gut? Nee. Wir haben schon wieder Mücken hier drin. Ich weiß nicht, wie die hier reinkommen immer. Ja, mich lassen die eigentlich in Ruhe. Ich glaube, an dem Bild da vorne hängt eine. Ne, oben in dem Fach. Ja. Ja, Montagmorgen, 6 Uhr. Und heute muss Ralf arbeiten. Im Wohnmobil geschlafen und dann arbeiten, das habe ich auch noch nicht gemacht. Hey Siri. Mhm. Timer, 4 Minuten. Kaffee ist fertig. Bitte. Dankeschön. Morgen. Morgen. Ja, wir haben jetzt die letzte Nacht wieder auf unserer Einfahrt verbracht. Wir haben das Auto gestern Abend noch umgesetzt, den Ivo. Es war nämlich mit dem Nachbarn vereinbart, dass wir nur für die Umzugstage da stehen, weil er halt da Rasen mähen möchte und ja, das einfach nicht wollte, dass wir da länger stehen. Eigentlich hatten wir einen Übergangsplatz besorgt für einen Monat in der Zeit, wo Ralf arbeiten muss. Das hat sich kurz vorher zerschlagen. Es hat nichts gegeben. Ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, wo wir den einen Monat so richtig hingehen. Da müssen wir uns jetzt nochmal was überlegen, ne? Ja. Ja, wir wollen halt nicht 4 Wochen am Stellplatz, das ist uns zu teuer. Ehrlich gesagt, die sind auch nicht ganz günstig hier, die nächsten. Und ja, ich wollte eigentlich gerne mal in der Umgebung mich umgucken und umhören, ob es irgendeinen Bauern gibt, der uns mal für 4 Wochen Obdach bietet auf seinem Grundstück. Aber? Ja, muss man halt jetzt machen, ne? Die letzten Tage waren stressig. Ja. Ja. Wochenende war in der Tat sehr stressig. Und ja, jetzt heute Morgen zur Arbeit zu fahren, vom Wohnmobil aus, ist total ungewohnt irgendwie. Es passt gar nicht. Normalerweise haben wir unseren Morgen im Wohnmobil immer gemütlich gestaltet, aber ja, jetzt halt fertig machen und so weiter. Ja. Ich werde gleich im Haus einfach nochmal saugen und gucken, ob gewischt werden muss. Ein bisschen Staub fegen da in den Äckern. Ja, und wir hatten jetzt 3 Nächte hintereinander Mücken nachts im Wohnmobil. Wir haben so ein bisschen versucht rauszufinden, wie die hier reingekommen sind. Wir hatten in der ersten Nacht die Fenster auf und die Verdunklung so halb hoch so. Und wir haben die Vermutung, dass die Mücken sich hier durchzwängen durch die Ecken, wo das hier so geriffelt ist. Wir dachten eigentlich, wenn wir es ganz runter machen, das Mückengitter schließt wirklich hier vorne an. Da kommt eigentlich keine Mücke durch. Aber heute Nacht waren wieder 3 Mücken hier drin. Und die können einen wirklich unter den Schlaf bringen. Das wisst ihr wahrscheinlich selber. Ja. Ja, jetzt sind wir ein bisschen am Rätseln, wie die hier reinkommen. So richtig verstehen wir das gerade nicht. Haben wir so auch noch nie gehabt. Nee. Also ich meine, wir waren ja schon öfter irgendwo, auch wo Mücken sind, in Polen zum Beispiel. Kannst du dich noch erinnern, wie viele Mücken da waren? Mhm. Da hatten wir kein Problem gehabt mit den Mücken. Und jetzt hier, wo es so geregnet hat in den letzten Tagen, also die sind echt hartnäckig, die Biester. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie was rausfinden können.
Im Moment weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ja, vielleicht habt ihr ja Ideen oder Tipps. Ja. Ja. Naja. Gut, dann werden wir jetzt mal alle weitermachen. Ja, ich werde dann gleich mal zur Arbeit fahren. Komisch. Willst du noch Kaffee haben? Habe ich denn noch Zeit? Weiß ich nicht. Ja, ein schneller Kaffee geht noch. Dann gehe ich jetzt zur Arbeit. Tschüss, Schatz. Bis heute Abend. Hallo, jetzt ist schon Dienstagnachmittag. Gestern ist nicht wirklich viel passiert. Es hat den ganzen Tag geschüttet. Ich bin mit Mila Kletsche nass geworden. Dann bin ich im Haus gewesen, habe gesaugt und gewischt und was man alles so macht, wenn man so ein Haus verlässt. Ja, Wäsche gewaschen hier im Wohnmobil habe ich auch. Dann habe ich die Zeit nochmal genutzt, die hier im Wäschekeller zu trocknen. Das haben wir ja dann demnächst auch nicht mehr. Und da bin ich mal gespannt, wenn dann so ein feuchtes Wetter ist, wo die Wäsche dann trocknet. Muss man mal sehen. Gehört ja auch zu unserem Alltag dazu. Ja. Heute Morgen bin ich losgezogen und habe für uns nach einem Stellplatz geguckt. Das hatte mich doch sehr belastet, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten eigentlich immer so was im Hinterkopf, wo wir uns hinstellen können. Und dann hat sich das ganz kurzfristig zerschlagen. Das ging nicht mehr. Ja, und ich wollte jetzt ehrlich gesagt nicht 4 Wochen hier auf einer Einfahrt stehen. Das habe ich mir ehrlich gesagt wirklich anders vorgestellt. Ja, dann bin ich heute Morgen los und habe auch direkt beim ersten Bauern war ich gucken, da habe ich aber niemand angetroffen. Und dann habe ich in der Ferne gesehen, so ein altes Betriebsgelände, da standen 2 Wohnmobile umgeben von Feldern. Habe ich gedacht, okay, wäre ja auch eine Möglichkeit. Da war auch ein Wohnhaus bei und dann habe ich da geschellt, ganz mutig, und habe mein Anliegen vorgebracht. Und da war jetzt überhaupt gar kein Thema. Ja, können wir gerne machen, auch nur für einen Monat, war jetzt überhaupt kein Ding. Da bin ich sehr erleichtert. Jetzt weiß ich nicht, ob wir heute schon umziehen oder vielleicht sogar erst morgen. Denn heute Abend kommt sich hier noch jemand eine Couch angucken. Die alte Schlafcouch von Emily. Wäre ja schön, wenn die dann auch schon weg ist. Ja, dann müssen wir noch so ein paar Kleinigkeiten verkaufen. Aber dann müssen wir halt hier hinfahren. Nur halt, weil heute jemand kommt, wird ja unsinnig vorher hier wegzufahren. Das bespreche ich später mit Ralf. Ich trinke jetzt hier meinen Kaffee und werde ein bisschen was am Video weiterarbeiten, damit ihr bald was zum Gucken habt. Prost! Und wo soll ich stehen? Wie findest du denn? So ja, gut, oder? Gut, ja. Ja. Ja, ich hatte jetzt erst gedacht, entweder hier so längs ran, weißt du, so Schnauze nach vorne, hier an dieser Stelle. Wir könnten natürlich auch da stehen oder da stehen. Ich möchte nur ungern da hinten auf die Häuser drauf gucken, weißt du? Dann stehen wir doch da eigentlich am besten, oder? Ja, kannst ja mal ausprobieren.
Ja, ich finde, wir haben hier einen schönen Platz gefunden. Wir stehen hier ziemlich ruhig, also um uns herum ist wirklich nicht viel los. Einzige, was heute los ist, der Bauer hat auf der Wiese seine Gülle ausgebracht. Das ist jetzt gerade nicht so schön, aber gut, bei dem ganzen Regen ist das Ganze bestimmt auch schnell vergessen. Ein bisschen ungewohnt ist für mich noch, dass ich morgens vom Wohnmobil aus zur Arbeit starte. Aber gut, das ist nur noch eine kurze Zeit. Ich glaube, bis ich mich daran gewöhnt habe, höre ich dann auch schon wieder auf. Ja, und der Platz, wie gesagt, ist wirklich toll. Kostet 15 Euro im Monat. Ich glaube, das ist wirklich sehr günstig. Ja. Man hat ja natürlich keine Fähr- oder Entsorgung oder Mülleimer oder irgendwas. Man hat ja wirklich halt nur den Platz. Aber das ist für uns komplett okay. Wir haben ja noch die Möglichkeit, bei uns am Haus zu versorgen. Es gibt in der nächsten Ortschaft einen Stellplatz, wo man auch entsorgen kann. Also all das ist gar kein Problem. Ja, wir hatten jetzt zuletzt eine wirklich stressige Zeit, kann man sagen. Ne? Also ja. Das war schon ziemlich viel für uns. Also einziehen, ausziehen, umziehen, Auto besorgen, Möbel schleppen und, und. Ihr habt es ja gesehen. Ja, aber ich merke jetzt schon so, bei mir kehrt jetzt auch langsam so ein bisschen Ruhe ein, wo wir jetzt hier so stehen. Und ja. Das fühlt sich schon ganz gut an. Ja, auf jeden Fall. Für mich auch. Ja, jetzt ist natürlich der nächste Schritt, dass wir jetzt halt zu dem Zeitpunkt kommen, wo wir endlich losfahren können, wo wir dann halt nicht mehr so gebunden sind, dass wir hier stehen bleiben müssen. Das dauert jetzt auch nicht mehr lang und diese Zeit bringen wir noch gut um. Ja, wie geht's mit uns weiter? Ja, wir werden jetzt erstmal hier stehen bleiben. Ich habe noch einiges vor, am Evo zu machen. Unter anderem möchte ich gerne einen Ladebooster einbauen, der so ein bisschen dafür sorgt, dass unsere Batterie auch während der Dunkelmonate immer schön voll ist, wenn wir unterwegs sind. Näheres dazu erfahrt ihr in unserem nächsten Video. Ich plane, diese Umbaumaßnahmen am Wochenende zu machen und ja, werde das natürlich dann auch filmen, sodass ihr nächste Woche wieder was zum Schauen habt. Ich würde sagen, wir beenden das Video hier. Ja. Das Essen ist nämlich auch schon fertig. Ihr seht, die Teller stehen hier schon. Ich habe einen Mordskohldampf und ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer natürlich, dass ihr wieder einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dass ihr am besten den Kanal abonniert, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ja, bis dahin sind wir schon ganz gespannt und wir sehen uns wieder. Wir nehmen euch mit. Tschüss. Bis dann. Tschüss.